üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier. Ja, vielen Dank. Das ist ja eine gigantische Kulisse hier. Hier mit euch im Vordergrund, der Tiergarten, da hinten die Siegessäule. 1998 hat mir mal ein Plakat rausgegeben, da stand drauf, Hanf wird siegeln. Und da hatten wir die Siegessäule drauf und wir hatten da ein Hanfblatt reinmontiert. Ist leider nicht draus geworden, 98. Ich werde es ein bisschen analysieren, warum das so ist und hoffe, dass es irgendwann mal was werden wird. Ich möchte an dieser Stelle erstmal herausstellen, dass ich durchaus stolz darauf bin, dass Bündnis 90 Die Grünen die einzige Partei sind, die seit Beginn der Hanfparade in Berlin im Jahr 1997 ununterbrochen mit einem eigenen Wagen hier vertreten sind. Und es ist nämlich sehr wichtig klarzustellen, dass wir für eine andere Drogenpolitik und damit auch für einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit Hanf sind. Bündnis 90 Die Grünen setzen sich für die Legalisierung von Hanf als Arzneimittel, Rohstoff und vor allem auch als Genussmittel ein. Das ist seit vielen Jahren unser Programm und es wird auch so bleiben, bis wir hier alle gemeinsam die Legalisierung geschafft haben. Schöner Unverrat, wir haben aufgehört. Gerade hat unsere Bundestagsfraktion einen Antrag in den Bundestag eingebracht, der auf eine umfassende Entkriminalisierung des Umgangs mit Hanf abzielt. Denn es muss Schluss sein mit der Kriminalisierung von Hanfgebrauchern, Hanfhändlern und Menschen, die Hanf im Garten anbauen. Dafür treten mittlerweile auch andere Parteien an und ich begrüße das ausdrücklich. Was unterscheidet uns von den ebenfalls hier auf der Hanfparade anwesenden Parteien? Die drogenpolitischen Programme sind ja sehr ähnlich. Auf den Punkt gebracht lautet meine Antwort, wir haben den Bund schon regiert und wir wollen wieder regieren. Bündnis 90 Die Grünen sind die einzige Partei auf der Hanfparade, die tatsächlich auf der Bundesebene regierungswillig und regierungsfähig sind. Nur in der Regierung können wir drogenpolitisch wirklich etwas erreichen. Natürlich kann man uns vorwerfen, und ihr tut das auch, und das kann ich ja auch verstehen, dass wir bei der letzten Regierungsbeteiligung im Bund unsere drogenpolitischen Forderungen, von denen wir hatten viele nicht durchsetzen können. Trotzdem haben wir auch eine Menge erreicht, das will ich ja auch sagen. Vor allem die Grünen haben der Drogenpolitik das Prinzip der Überlebenshilfe und Schadensminimierung durchgesetzt. Das sollten fast überall Spritzentauschprogramme, Drogenkonsumräume, Methadon oder sogar Heroinverschreibungsmöglichkeiten gibt, das ist das Ergebnis auch von grüner Drogenpolitik. Und wir wollen noch mehr. Wir setzen uns zum Beispiel für Drug-Tracking ein. Für die chemische Analyse von Drogen, die auf den illegalisierten Märkten erhältlich sind. Und es ist leider zur Zeit jede Menge Dreck unterwegs und zunehmend auch in Hand. Wir wollen mit Drug-Tracking, dass der Konsum von Drogen weniger gesundheitsgefährlich ist. Darum wollen wir Drug-Tracking und wir haben eine Drug-Tracking-Initiative gegründet und wir haben entsprechende Gesetzesanträge auch in den Bundestag eingebracht. Wir setzen uns auch für Menschen in Haft ein. Besonders im Knast sind die hygienischen Bedingungen, unter denen Drogen konsumiert werden müssen, katastrophal. Und es gibt dort keinen Spritzentausch. Wir wollen, dass Menschen im Strafvollzug die gleichen gesundheitlichen Vorsorge erhalten, wie alle anderen Menschen in diesem Land auch. Und auch in der Prävention haben wir einiges erreicht. In grün regierten Bundesländern kommt kein Drogenpolizist mehr in den Schulunterricht, um ihr lächerliches Abschreckungsprogramm abzuspulen.
gemäß dem Motto, wenn ihr heute kifft, dann hängt ihr morgen an der Nadel. Unsere Präventionspolitik zielt auf das Erlernen eines eigenverantwortlichen, risikobewussten und genussvollen Umgang mit Drogen ab. Unser Leitbild ist der mündige Drogengebraucher. Wer regieren will und wir wollen regieren, der muss aber auch realisieren, dass er dazu einen Koalitionspartner braucht. Und der heißt für uns auf der Bundesebene erst einmal SPD. Schaut euch das Trio Gabriel Steinmeier-Steinbrück doch mal an. Da werdet ihr unschwer erkennen, dass man bei der SPD verdammt stille Bretter bohren muss. Wenn es um Hanf geht, stößt man da auf eine Mauer von Inkompetenz, Ignoranz und Feigheit. Liebe Leute, auch diese Mauer muss weg, wie die Mauer, die hinter uns mal gestanden hat und aufgefallen ist. Eine Möglichkeit, die ich sehe, die Mauer zu durchbrechen, ist, der SPD klarzumachen, dass auch für zukünftig keine politischen Mehrheiten mehr gegen Hanfgebraucher, sondern nur noch mit Hanfgebrauchern möglich sind. Liebe Leute, hier in Berlin steht der Landesregierung in Form einer großen Koalition aus SPD und CDU eine drogenpolitische Lektion bevor. Justizsenator Heilmann und Innensenator Henkel, beide von der CDU, wollen die sogenannte geringe Menge, bei der Strafverfahren eingestellt werden können, von derzeit 15 Gramm auf lausige 6 Gramm absenken. Die haben die geringe Menge heraufgesetzt. Dass wir hier 15 Gramm haben, das haben wir in Berlin erreicht und wir haben auch in NRW die Menge wieder hochgesetzt. Okay, hier in Berlin begründet die große Koalition dieses Vorgehen damit, das sei ein starkes Signal für die Prävention. Liebe Leute, lasst euch nicht verarschen. Das glaubt ihr doch selber nicht, dass die Kriminalisierung unschuldiger Menschen Prävention ist. So etwas zu behaupten, ist zynisch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen doch, wenn man Menschen in die Kriminalität abdrängt, dann sind sie für Prävention kaum noch erreichbar. Und das wissen die Herren Heilmann und Henkel von der CDU auch. Aber das ist ihnen egal. Die wollen Stimmung auf Kosten von Hanfgebrauchern machen. Aber das werden wir nicht zulassen. Die Damen und Herren von der CDU sollen wissen, dass wenn sie mit dem Feuer spielen, um angeblich den einen oder anderen Joint auszumachen, dass sie am Ende sich nicht darüber wundern dürfen, wenn sie sich selber gründlich dabei die Finger verbrennen. Wenn sie die geringe Menge tatsächlich absenken wollen, dann gehen die Kiffer in Berlin auf die Barrikaden, liebe Freunde. Und wir alle werden dabei sein. Klaus Wowereit muss aufpassen, wenn er die Absenkung der geringen Menge nicht konsequent entgegentritt, dass er dann von ihm als regierender Oberochse von Berlin nicht weniger übrig bleibt, als der rostige Nasenring, mit dem die Senatoren Heilmann und Henkel von der CDU ihn durch die Stadt gezogen haben. Das ist die Lektion, die die Sozis lernen müssen, damit sie mit uns das nächste Mal regieren können. Und ich werde jetzt meine Rede hier beenden, bedanke mich für eure Geduld. Und in diesem Sinne, Legalize Hemp. Vielen Dank. Vielen Dank, Tibor Harrer vom Bündnis 90 Die Grünen.